Als Chevrolet 2008 den Cruze als Nachfolger des Nubira vorstellte, schlug er für den Konzern ein wie eine Bombe. Scharfes Design gepaart mit einem hohen praktischen Nutzen war die perfekte Mischung. Hinzu kam, dass Chevrolet seit dem Jahr 2009 einen Cruze in der Tourenwagen-WM einsetzt, was dem Fahrzeug greifbaren Motorsport-Flair verleiht. Erfolgreicher Einsatz in einer beliebten Rennserie ist nach wie vor ein erstklassiges Verkaufsargument. Die Zahlen beweisen es. 2011 war der Cruze mit über 700.000 verkauften Stück das meistverkaufte Auto von General Motors. Zu Recht, denn mit 5 von 5 möglichen Sternen beim Euro NCAP Crashtest ist er nicht nur schön anzusehen und praktisch, sondern auch äußerst sicher. Dem schnittigen Äußeren steht ein ansprechender Innenraum gegenüber, der vorne wie hinten genug Platz bietet. Die verwendeten Materialien sind hochwertig verarbeitet und kreieren einen langstreckentauglichen Raum. Fragen Sie einen WTCC-Fahrer, er wird es Ihnen bestätigen. Das Cockpit ist klar und aufgeräumt. Es besticht vor allem durch die überschaubare Anzahl an Schaltern und Knöpfen. Das hält den Blick auf der Straße und das Gemüt ruhig. Wir von Go, das Motormagazin, testeten den Cruze mit Schrägheck und 1,8 Liter Benzinmotor und waren gleich überrascht, denn die 141 PS garantierten nicht nur Fahrspaß, sondern sorgen laut Normtest auch für einen beachtlichen Verbrauch im positiven Sinne von 6,6 Liter auf 100 Kilometer. Der laufruhige Motor ist an ein 5-Gang-Schaltgetriebe gekoppelt, das seine Arbeit gut macht und zusätzlich durch kurze Wege schnelle Schaltung und die zusätzliche Schaltpunktanzeige beim Spritsparen hilft. Damit das Gepäck nicht auf der Strecke bleibt, bietet der Cruze einen Kofferraum, der 413 bis 883 Liter umfasst. Thank you.
In 10,2 Sekunden ist der Cruise auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Der Chevrolet Cruze ist nicht zu Unrecht das meistverkaufte Auto im Konzern. Er bietet viel Platz im hochwertigen Innenraum, ist äußerst sicher und macht obendrein noch Spaß. Und dass der Cruze in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft fährt, zaubert einem zusätzlich ein Lächeln auf die Lippen, wenn man nach einem langen Arbeitstag nach Hause fährt.